Gude, heute machen wir wieder ein Sandwich, und zwar ein Sucuk-Sandwich, schön mit Tomaten und Paprika. Liebe Leid, das wird großartig. Und natürlich darf eine Zutat nicht fehlen, Feta ist auch dabei. Liebe Leid, wie ich das Ganze gemacht habe, das wisst ihr ganz genau, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin ja absolut ein Sandwich-Fan. Ich mag es einfach, gute Zutaten zwischen zwei Brothälften zu packen. Ich weiß nicht, ich find's einfach gut. Und wie steht ihr dazu? Sandwiches? Ja, nein, vielleicht Käsekuchen? Schreibt's doch mal unten in die Kommentare. Und für ein gutes Sandwich brauchen wir auch eine gute Soße. Die machen wir als erstes, denn die muss ein bisschen durchziehen. Hier habe ich so ein bisschen Minze, die ich klein hacke. Und in dieser Schüssel ist Schmand. Könnt aber auch gerne Creme Fraiche nehmen, hat ein bisschen mehr Fett. Und würzen tue ich das mit einer orientalischen Gewürzmischung. Wenn ihr so eine orientalische Gewürzmischung nicht habt, dann könnt ihr auch gerne einfach nur Salz, Pfeffer, Knoblauch nehmen. Das ist, ne, da könnt ihr euch austoben. Ich habe jetzt aber nochmal zusätzlich ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer dazugegeben. Jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen umrühren. Und ein klein wenig Zitronensaft hinzugeben, damit das Ganze noch eine richtig schöne Frische bekommt. Und ich habe mal eine kurze Frage, sagt mal, gibt es denn noch hier Leute, die meinen Kanal nicht abonniert haben? Wie, du hast noch nicht abonniert? Warum denn nicht? Liebe Leid, kostet doch nix. Und ich würde mich wirklich tierisch über ein Abonnement freuen, vielleicht auch über den schicken netten Daumen nach oben, vielleicht drückt ihr ja noch die Glocke, vielleicht kommentiert ihr, vielleicht werdet ihr auch auf freiwilliger Basis Kanalmitglieder und unterstützt meinen Kanal. Egal, was ihr tut, ob ihr nur zuschaut, kommentiert, abonniert, Kanalmitglieder werdet, ich bedanke mich recht herzlich. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich hab euch lieb. Kommen wir jetzt zur Füllung für dieses hervorragende Sandwich. Also ob es hervorragend wird, das werden wir dann noch sehen. Und zwar habe ich hier eine wunderbare Spitzpaprika. Und die schneide ich jetzt in Waffel. Ihr könnt auch sehr gerne eine ganz normale Gemüsepaprika nehmen. Ich mag aber die Spitzpaprikas tatsächlich lieber. Weil für mich haben die auch wirklich einen etwas anderen Geschmack. Sie sind der Gemüsepaprika sehr ähnlich, aber ich finde, sie haben einen anderen Geschmack. Jetzt habe ich hier noch eine grüne Spitzpaprika. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die habe ich vom türkischen Gemüsehändler. Der hat die immer in verschiedenen Sorten. Die gibt es einmal in mild und die gibt es einmal in scharf. Also da müsst ihr aufpassen. Das heißt, wenn ihr Schärfe nicht vertragt, holt euch die milden, ne? In diesem Fall waren das auch die milden. Und die esse ich auch tatsächlich ganz gerne so zum Abendbrot. Einfach so zum Snacken, zu einem Stück Butterbrot oder so. Sehr, sehr lecker. Auch hier, das Ganze schneiden wir jetzt in Waffel. Und wenn ihr euch jetzt denkt, warte mal, der hat jetzt eine rote Paprika, eine grüne, das, was kommt da alles in dieses Ding rein? Ich bin nervös. Keine Panik auf der Titanic. Am Ende vom Video gibt es eine Zutatenliste, die könnt ihr euch dann abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren oder es schreibt wie immer jemand in die Kommentare und dafür vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich hier eine wunderbare Tomate. In dem Fall ist diese Tomate gelb. Wenn ihr keine gelbe Tomate habt, ist das natürlich nicht schlimm. Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale rote Tomate nehmen. Das war so ein Mixpack. So, da gab es grüne drin und rote und gelbe. Und ja, und ich fand das ganz toll wegen dem Farbspiel, weil ich mir gedacht habe, ich habe eine rote Paprika, eine grüne Paprika, eine gelbe Tomate. Passt da ganz gut. Aber wie gesagt, ihr könnt eine ganz normale Tomate nehmen. Das ist gar kein Problem. Und natürlich brauchen wir auch Zwiebel. Das ist jetzt eine halbe Gemüsezwiebel. Könnt aber auch gerne so eine ganz normale, also eine normal große Zwiebel nehmen. Das ist gar kein Problem. Oder ihr könnt auch eine ganze Gemüsezwiebel nehmen. Bei Zwiebel macht man eigentlich nichts falsch. Und wie die beiden Paprikanten und die Tomate zuvor, schneiden wir auch die Zwiebel in Waffel. Und jetzt kommen wir zur Sucuk. Die müssen wir erst einmal von der Schale befreien. Das ist nämlich kein Naturdarm, das ist Plastik, Kunststoff, was auch immer. Das kann man nicht mitessen, das sollte man nicht mitessen. Das schmeckt relativ ungeil. Wenn ihr Sucuk nicht mögt, es gibt natürlich durchaus Menschen, die mögen keinen Sucuk, weil zu viel Knoblauch, was auch immer.
da könnt ihr natürlich auch jede andere Salami nehmen, die ihr so gerne mögt. Ob das jetzt Chorizo ist oder eine ganz normale hier. Da gibt es so viele Sorten. Ne? Nehmt einfach das, was ihr mögt. Und auch wie beim Gemüse wird jetzt die Chorizo, oh nein, das ist keine Chorizo, Daniel, Gehirn einschalten, das ist der Sucuk. Wird auch die Sucuk in Waffel geschnitten. Und ihr werdet euch jetzt denken, Moment mal, der hat doch am Anfang gesagt, der macht ein Sandwich. Und jetzt schneidet er alles in Waffel? Was ist mit dem los? Ist der Junge, hat er den Verstand komplett verloren? Was tut er da? Will er da ein Ragout zaubern? Was macht er da? Ihr werdet schon sehen, was ich da mache, das wird großartig. So, jetzt können wir auch schon zum Grill gehen. Da habe ich eine Gusspfanne hineingegeben und die habe ich auch schon mal vorgeheizt. Und da werde ich jetzt die Sucuk schön anbraten. Ihr braucht kein zusätzliches Fett in die Pfanne geben. Das wäre nur Ballast. Denn aus der Sucuk, da kommt ordentlich was raus. Das ist vollkommen ausreichend. Jetzt kommt die Zwiebel dazu. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ey, zu dem Zeitpunkt, als ich das Video gemacht habe, dieser Duft von dieser wunderbaren Sucuk und von diesen wunderbaren Zwiebeln, das geht in die Nase, das befreit, das belebt den Körper, das ist einfach nur hervorragend. Und während das Ganze jetzt ein bisschen anbrät, mache ich so ein bisschen den Tisch sauber. Jetzt schnappe ich mir mein Gemüse und meine Gewürzmischung, denn das Ganze muss ja natürlich auch ein bisschen gewürzt werden. Aber als erstes kommt das ganze Gemüse hinein und wird mit angebraten. Und gewürzt wird das Ganze, Achtung, jetzt folgt ein bisschen Eigenwerbung, mit meinem grünen Kobold. Wo ihr grünen Kobold herbekommt, liebe Leute, das steht unten in der Infobox. Da könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch gerne den grünen Kobold oder auch das Drachenpulver bestellen. Kanalmitglieder bekommen nochmal einen 10% Gutschein und alle anderen, die sich das gerne nachmischen wollen, oben ist ein Link zu einem Video, dann könnt ihr euch den grünen Kobold auch sehr, sehr gerne nachmischen, wenn ihr das möchtet. Ich habe noch ein bisschen Salz hinzugegeben und jetzt kommt der Feta dazu. Das Gemüse habe ich jetzt nicht tot gebraten, das habe ich jetzt wirklich nur so weit erhitzt, dass es warm ist und ein bisschen weich wird, aber ich möchte keine Matschepampe haben, ne, weil wenn ihr das Gemüse mit den Tomaten und so jetzt zu lange anbraten würdet, würde das Ganze zu einer richtigen, ja schon fast zu einer kleinen Soße mutieren und das möchte ich nicht. Deswegen Gemüse nur ein bisschen mit anschwitzen, Feta dazu und dann sind wir auch schon durch. Die Pfanne kann runter. Und wie immer bei Gusspfannen einen Handschuh benutzen. Ich meine, das brauche ich euch nicht sagen, ihr seid alle groß. Und jetzt können wir unser Sandwich fertig machen. Wir beginnen mit dem Brot. Das habe ich gekauft in dem Supermarkt mit dem großen R. Gibt es aber natürlich auch bestimmt in verschiedenen Varianten in anderen Supermärkten. Könnt es euch aber auch gerne selber backen. Das bleibt völlig euch überlassen, was ihr da für ein Sandwichbrot nehmt. Das Brot beschmiere ich mit unserer Creme. Und dann können wir auch schon loslegen und unser Sandwich, belegen ist vielleicht das falsche Wort. Ich würde eher sagen füllen. Denn wir haben alles in wunderschöne Würfel geschnitten und dann lässt sich das Sandwich richtig schön füllen. Und nachher beim Essen hat man richtig schön, das ist dann schön, so, wie soll ich sagen, so schlotzig ist das falsche Wort. Sondern es ist schön weich und, ja, und wenn man nicht mehr so gute Zähne hat, dann ist das auch sehr hilfreich, wenn alles so ein bisschen klein geschnippelt ist. Also für uns alte Herren ist das schon sehr, sehr ideal. So, und als krönenden Abschluss gibt es noch ein bisschen Petersilie. Das rundet das Ganze noch ein bisschen ab. Das geben wir einfach so dann aufs Sandwich drauf. Und was soll ich sagen, liebe Leute? Das ist mein Sucuk-Sandwich, so wie ich es ab sofort gerne esse. Und ich bin mir fast sicher, ihr möchtet das bestimmt auch gerne mal nachmachen. Und damit ihr das Ganze nachmachen könnt, braucht ihr natürlich folgende Zutaten. Ihr braucht für die Soße Schmand, eine Gewürzmischung, Minze, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und ansonsten für die Füllung Sucuk, Spitzpaprika, grüne Spitzpaprika, Zwiebel, Tomate, Feta, grüner Kobold, gehackte Petersilie, Salz und natürlich auch ein Sandwichbrot. Und jetzt wird probiert.
Und wieder ist das Video zu Ende und wieder stehe ich hier und wieder muss ich was probieren. Denn hier ist es, unser wunderbares Sucuk-Sandwich. Und wir werden es doch gleich probieren. Ich schneide es einfach mal hier in der Mitte durch. Ich bin so richtig gespannt. Ich meine, es sieht ja schon schön aus und es sieht auch sehr cremig aus. Also, auf euer Wohl. Und ja, es ist cremig. Oh ja. Das ist gut. Das ist richtig, richtig lecker. Vor allen Dingen, die Sucuk und die Zwiebeln sind ja angebraten. Und das Gemüse habe ich ja nur so ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich muss aufpassen, dass das nicht runterfällt hier. Es windet ganz schön. Ich halte es mal fest. Also, wie gesagt, die Sucuk und die Zwiebeln waren ja angebraten. Das Gemüse und die Tomaten, das habe ich ja nur warm gemacht in dem Sinne. Und dann noch diesen Feta drüber. Boah, das ist so gut. Und es fühlt sich überhaupt nicht schwer an. Also es ist richtig, richtig gut. Sehr, sehr lecker. Liebe Leid, was soll ich sagen? Bleib jetzt stehen, nicht wegfliegen. Bleib. Sitz. So. Ihr solltet jetzt an den Grill gehen und das Ganze nachmachen, damit ihr das könnt. Ihr wisst Bescheid, ihr müsst abschalten. Aber vorher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. 'Cause I've been running.